Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es nochmal Ende Oktober um dieses Thema, nämlich den Austausch von Königinnen. Ja, also, oh, jetzt ist mir runtergefallen. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, hole nochmal die zwei letzten Königinnen aus dem Begattungskasten. Und dann habe ich eben, wie gesagt, zwei Bienenvölker, wo ich die Königin noch tauschen möchte. Das mache ich jetzt. Wir haben 20 Grad, also ein Flugwetter, ein optimales Wetter, um die alte Königin rauszusuchen. Ne? Ansonsten kann man natürlich auch noch ein bisschen nach dem Futter gucken. Zur Not kann man noch was geben, wenn man das will. Ja, und dann ist das Bienenjahr vorbei. Ja, jetzt sind wir hier am Bienenstand. Das ist meine allerletzte Königin in diesem Jahr, im Jahr 2020. Und die kommt genau in, Moment, dieses Bienenvolk. Ja, schön grüner Kasten. Da kommt die jetzt rein. Wir haben es jetzt ja Ende Oktober, ja Mitte, Ende Oktober. 20 Grad, die Bienen fliegen. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Wetter, ja, wie gesagt, um die Königin aus dem alten Volk zu suchen. Im Begattungskasten, da kann sie bei jedem Wetter rausfinden. Und beim alten Volk ist es einfach schöner, wenn es warm ist. Weil wenn dann mal von der Traube Bienen in den Boden runterfallen, weil du ein Rähmchen nicht so richtig rausziehst oder warum auch immer, dann können die auch wieder hochkrabbeln und sitzen nicht im Boden und erfrieren dann. Also deshalb mache ich das ganz gerne bei dem Wetter. Wie gesagt, das ist jetzt die Königin einfach unter Futterteigverschluss. Da sind jetzt ein paar Begleitbienen drinnen. Das braucht man nicht unbedingt. Und jetzt suche ich in dem Bienenvolk die Königin raus. So, da haben wir das Bienenvolk. Der sieht eigentlich jetzt so, ja, nicht ganz arg schlecht aus. Und jetzt die springende Frage, wo vermutet ihr die Königin? Hey, jetzt, wie gesagt, wir haben Oktober. Man sieht ja hier schon ein bisschen, ich meine jetzt, wie gesagt, relativ warm, aber wir haben hier im Prinzip die Andeutung dieser Kugel, dieser Brutkugel, oder ja, man sieht es wahrscheinlich im Video nicht ganz so, weil sie auch schon arg aufgelost ist, aber ganz klar wird die Königin hier in der Mitte sitzen. Und ich habe leider kein Stativ dabei, deshalb suche ich die jetzt mal raus und sage euch dann auch ehrlich, ob wir recht hatten. Also, wir haben die richtige Wabe erwischt. Da läuft sie. Ja, jeder kann sie wahrscheinlich erkennen. Ich hoffe, dass die Kamera das scharf stellt. Ja, jetzt nehmen wir. Und seht ihr was? Was wir gar nicht sehen wollen. Wir haben gerade eine Varroa-Milbe über die Biene laufen sehen. Also über die Königin. Das gefällt mir ja gar nicht. Vielleicht war es auch die einzigste im Bienenvolk, aber das habe ich jetzt in meinem Leben auch noch nicht gesehen, dass eine Varroa-Milbe über die Bienenkönigin drüber läuft. Naja, nichtsdestotrotz, die Königin kommt raus und die neue kommt rein. So, hier haben wir sie nochmal. Das ist ja eine rote Königin. Bin ich ja mit der Leistung ja auch nicht so zufrieden gewesen, das habe ich mir einfach vermerkt. Und genau, die kommt jetzt raus und die neue hängen wir rein. So, ich habe jetzt die alte, ich darf es nicht verwechseln, muss ich aufpassen, auch in den Zusatzkäfig getan mal. Weil die will ich mir nochmal unter der Lupe anschauen. Wegen der Varroa-Milbe. Ich habe jetzt auch gerade noch mal am Volk geschaut, dass wir da keine großen Varroa-Probleme haben, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also insofern war das vielleicht ein glücklicher Zufall oder mal ein schönes Bild, dass gerade in dem Moment, wo wir mit der Kamera filmen, also wie gesagt, ich hoffe, es ist drauf auf dem Bild, eine Varroa-Milbe über die Königin läuft. Naja, nichtsdestotrotz, die neue kommt rein. Das mache ich ja ganz salopp, muss ich mir mal mit einer Hand das hier machen. Also ich tue hier so einen Grashalm durch und dann stecken wir die einfach hier in die Wabe, wo die alte drauf war. Ne? Also wie gesagt, wir hatten
da recht. Dann machen wir den Deckel wieder zu und das Thema ist gegessen. Vielleicht noch ein paar ganz einfache Grundsätze, wie finde ich die Königin? Also wir haben es jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video richtig sieht. Eigentlich ist sie jetzt immer in der Mitte von den Bienen, von der Bienenkugel um diese Jahreszeit. Und ganz wichtig ist, egal, wenn man eine Königin suchen muss, kein Rauch ist immer besser wie viel Rauch. Also wirklich so wenig Rauch wie möglich. Ganz ruhig arbeiten und zielgerichtet die Wabe raussuchen, wo man sie drauf vermuten, wo man sie drauf vermutet einfach. Ne? Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja, also das wird funktionieren. Wir werden jetzt hier noch das vermerken, dass es einfach eine neue Königin ist. Und dann geht alles seinen Gang und wir sehen die Bienenvölker hoffentlich gesund und munter dann einmal zur Restentmilbung im Dezember und dann wieder im März, Februar, März, je nach Wetter, wie es wird. Und sonst gibt es eigentlich jetzt keinen Grund mehr, das Bienenvolk zu öffnen. Dann wünsche ich euch schon mal alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.